Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, diesmal möchte ich nochmal die rechteckige Form benutzen und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert oder ob ihr das Video gesehen habt. Ich habe in einer meiner letzten Videos eine Schale gemacht in Grün, wo ich in der Mitte praktisch ein Blumenmuster gemacht habe. Und das Ganze will ich jetzt wiederholen mit so, ja, Aquatönen. Und die erste Farbe, die ich hier mir zusammenmixe, ist praktisch ein Color Shift und das habe ich von Polyester Shoppen in Holland auf einer Messe gekauft. Und das hat so einen Farbwechsel Blau, Grün und Violett. Meine zweite Farbe ist Resin Ink von Stefanie Etta. Das ist das Karibien. Ich musste jetzt echt überlegen, ich hätte beinahe Campari gesagt, aber das ist ja eine andere Farbe. Das Karibien. Das mixe ich mir sehr gut in mein Harz. Ich habe 4 Tropfen reingetropft. Übrigens, das Harz ist das Ultracast von Etta Art. Resin Ink ist auch von Etta Art. Und hinzu gebe ich mir das Karat Drusi. Das ist praktisch so ein Effektpulver von Colorberry. Und ich hoffe, dass mir das nicht so zu sehr über meine ganze Arbeit dann hinterher geht, dass das verdeckt wird. Aber mal abwarten. So, meine nächste Farbe ist das Weiß. Das ist das Angel White von Lures. Und das habe ich ja von der lieben Laura bekommen. Das mixe ich mir jetzt auch in mein Harz. Und ich mixe das so, dass es wirklich noch relativ transparent ist. So, dass das Weiß nicht ganz so stark überhand nimmt. So, und das sind im Prinzip meine Farben. Und jetzt kann ich auch anfangen zu gießen und ich fange an mit einem Rand im transparenten Harz. Gehe einfach so der Form entlang. Also wenn ich mit viel transparent arbeite, also mit klarem Harz, erziele ich meistens die wirklich schönsten Effekte. Also diesmal am Rand entlang mit dem klaren Harz. Dann gehe ich mit dem Color Shift. Das ist hier dieses Resin Ink, gemixt mit dem Drusi. Da gehe ich jetzt über mein klares Harz entlang. Ja, man muss manchmal überlegen, welche Reihenfolge habe ich jetzt gegossen. Aber das ist hier das Caribbean mit dem Drusi gemixt. Und jetzt nehme ich mir mein Color Shift Farbe und gieße das Ganze auf dem Resin Ink Mix. Seht ihr jetzt gleich. Die Form, die ich hier verwende, die rechteckige Form, ist von Molds & Shapes. Die ist noch nicht in deren Webshop. Ich gehe davon aus, dass sie ab Januar verfügbar ist, wenn Molds & Shapes den Webshop wieder offen haben. Sie haben sowieso vom 7. und 8. Januar haben sie Winter Sale. Da schaut einfach mal vorbei. Da haben die bestimmt ganz tolle Angebote. So, ich nehme jetzt mein klares Harz, schubse mir praktisch mein farbiges Harz an den Rand entlang. Und dann entferne ich noch so ein paar Bläschen, die sich da noch am Boden verfangen haben. Mal eben mit dem kleinen Sturmfeuerzeug drüber. Immer vorsichtig sein, wenn ihr das macht, dass ihr eure Form entweder nicht verkratzt oder sogar verbrennt, beziehungsweise auch euer Harz nicht verbrennt. Als nächstes nehme ich jetzt mein Weiß und gieße einfach auf das farbige Harz, auch wieder am Rand entlang. Das Weiß hilft dazu, dass auch damit sich das Harz so richtig schön in die Mitte zieht. Das werdet ihr nachher auch sehen. Jetzt nehme ich mir noch den Rest von dem Mica, den ich da gemixt hatte, diese Color Shift Farbe. Da bin ich mal gespannt, ob die genauso reagiert wie von Dippern. Und jetzt lasse ich das Ganze auch so erstmal arbeiten und dann fange ich an,
nehme jetzt gerade noch mal eben den Heißluftföhn, um ein paar Bläschen kaputt zu machen. Aber dann mixe ich mir praktisch in mein Weiß, was ich ja schon noch übrig hatte, noch ein bisschen klares Harz und mische mir mein Weiß ein bisschen opaker. Nimm dann auch noch mal die Pigmentpaste von Laura's Art Corner. Ich gucke erstmal, wie opak ist es überhaupt, und dann nehme ich mir die Pigmentpaste. Und dann habe ich das so opak, dass ihr auf jeden Fall noch den Spachtel sehen könnt. Und als nächstes mixe ich mir noch das Interference Gold in mein Weiß. Und dann habe ich praktisch meine Pigmentpaste fertig für die Blumentechnik. Mit dem Interference Gold, das finde ich immer ganz toll, weil das gibt so einen schönen Schimmer. Und ja, das ist einfach einmalig. Also mir gefällt es sehr gut. Es hat auch so was Plastisches an sich. Jetzt gebe ich mir das Ganze in den Spritzbeutel hinein. Mach den mal eben zu. Und dann nehme ich mir das Resen-Ink, das ist das Praline. Ja, man kann es leider nicht mehr so gut sehen, weil ja, ich hatte die Farben mal mit im Urlaub genommen und dann irgendwie hatte ich die Deckel nicht richtig zugemacht. Und ja, dann hat man ein bisschen Ferkelei. So, jetzt habe ich mir jeweils 3x3 Tropfen in die Form getropft. Und dann fange ich auch schon an mit dem Blumendesign. Gehe in einfachen Spiralen, ihr seht das jetzt gleich, bei allen neun Tropfen, und relativ einfaches Design. Ja, ich habe die Hoffnung, dass die Blumen ein bisschen so bleiben, wie ich das dann auch hier gieße. Aber mit der großen Form und weil das Harz, auch hinterher das farbige Harz, sich in die Mitte zieht, zieht das praktisch das Harz, was ich jetzt in die Blumen gieße, so ein bisschen nach außen. Das ist, ihr werdet das nachher sehen. So war es auf jeden Fall beim letzten Mal und ich habe die Befürchtung, dass es diesmal auch wieder so wird. Würde mich natürlich freuen, wenn die Blumen ihr Design behalten würden, aber mit Harz weiß man halt nie. Jetzt verwende ich halt noch den Rest, was noch in meinem Spritzbeutel ist, damit ich das nicht ganz wegschmeißen muss. Ich mache einfach hier meine Spiralen. Und dann ist auch, ihr seht's, der Spritzbeutel leer. Dann nochmal kurz mit dem Sturmfeuerzeug drüber. Und dann nehme ich mir mein Dotting-Tool oder meinen Zahnstocher. Ich habe jetzt hier einen Zahnstocher genommen, weil der doch ein bisschen feiner an der Spitze ist als mein Dotting-Tool. Und mache mir praktisch mein Blumendesign. Gehe immer von außen nach innen. Erstmal viermal an jeder Blume. Das ist jetzt fast die letzte, das ist jetzt die letzte Blume. Und dann habe ich mir überlegt, ich ziehe noch so ein paar Blütenblätter, damit die nicht ganz so groß sind. Wie gesagt, immer in der Hoffnung, dass die Blumen auch so bleiben, wie ich sie gegossen habe. Und dann kriegen die einzelnen Blumen noch einen kleinen Wirbel in die Mitte. Und dann habe ich gleich auch eine kleine Aufnahme, ist nur ganz kurz gemacht, wie sich das Harz in die Mitte zieht. Ich hatte leider nicht genügend Speicherplatz, also
aber einfach nur, damit ihr eine Idee bekommt. So, und jetzt hat sich das Ganze richtig in die Mitte gezogen und ich kann am nächsten Tag entformen. Das Tablett ist noch weich, aber nicht mehr so weich wie damals, also in meinem einen Video. Und schaut mal hier. Natürlich haben die Blumen nicht ihre Form behalten, aber ich finde den Effekt trotzdem toll. Das sieht so aus wie, ja, praktisch wie so Blitz und keine Ahnung. Gefällt mir doch sehr gut, auch die Kombination Braun und dieser Aquafarbton, doch. So, und jetzt forme ich mir so ein bisschen meine Schale. Ich nehme mir auch praktisch die Behälter von meinem Maika, in dem Fall von der Laura, und forme mir so meine Schale zurecht. Ich finde, das sieht in der Mitte aus wie so ein kleines braunes Feuerwerk. Glänzt auch richtig schön. Am Rand glänzt es sehr, sehr schön von dem Drusi. Und da bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass das Drusi nicht überhand genommen hat. Dass es wirklich am Rand geblieben ist und mir nicht über das ganze Tablett verteilt ist. Ja, ich kämpfe da so ein bisschen. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht auch demnächst mal mit Maler-Kreppband meine Schale so designe, wie ich die gerne hätte. Es ist immer alles eine Sache des Ausprobierens. Dann nehme ich mir gleich noch so kleine Behälter. Entschuldigung, da ist mein Kopf im Weg. Und setze mir die noch so in die Mitte, weil ich da auch noch mal so ein bisschen so einen Schwung in die Schale haben möchte. Aber ich finde das Design wirklich sehr, sehr toll. Und das Stück, das hat auch wieder Tiefe. Also ist Wahnsinn. Wahnsinn, was man mit Kunstharz erreichen kann. Ja, da rutscht mir das so ein bisschen zur Seite, aber so lasse ich es im Prinzip. So, und das ist jetzt das Endergebnis. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich da verzapft habe, die Farben. Und ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Auf jeden Fall über einen Kommentar. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, auch über ein Abo. Ich sag mal, bis zum nächsten Video und passt auf euch auf. Eure Petra. Bis dann. Tschüss.